Guten Tag, liebe Freunde der Minimalmotorisierung. Heute werden wir uns in diesem Video mit dem Zylinderkopf befassen. Hier ist ein Isetta-Zylinderkopf, der eine neue Ventilführung braucht, mindestens eine, vielleicht auch zwei. Wie man dabei vorgeht, werden wir uns gemeinsam anschauen. Zunächst werfen wir einen Blick in die etwas spartanische Werksreparaturanleitung, in der das Thema auf einer einzigen Seite abgehandelt ist. Die Isetta-Rep-Anleitung ist relativ dünn. Man hat sich hier auf das Wesentliche konzentriert und man sagt ja, in der Beschränkung zeigt sich der Meister. Hier oben ist die Versammlung von Werkzeugen abgebildet. In diesem Holzkästchen sieht man ein hoher Ventilsitzdrehgerät. Das werden wir nachher auch in Natura sehen. Hier gab es einen Ventilfederspanner. Der wurde hier in der Mitte auf diesen M8-Stehbolzen aufgeschraubt, sodass man ganz bequem den Federteller runterdrücken konnte zum Entnehmen der Keilchen. Hier ist das Ventilsitzdrehgerät in Aktion zu sehen. Hier misst der Mechaniker die Länge der Ventilfeder, um Rückschlüsse auf Setzungen zu ziehen. Und hier ist ein sehr einfaches Schemabild über die Breite des Ventilsitzes angegeben mit 1,5 bis 2 mm Breite. Wobei aber nicht erwähnt wird, an welchem Ventilsitz denn die breitere Breite, also die größere Zahl, zur Geltung kommt. Etwas ausführlicher ist hier die 600er Anleitung, die jedem Isetta-Fahrer sowieso ans Herz zu legen ist, denn da steht vieles drin, was in der Isetta-Anleitung schmerzlich vermisst wird. Dies ist die 600er Anleitung zum Thema Ventilsitze. Hier geht es zwar auch spartanisch zu und alles passt auf eine Seite, aber immerhin haben wir hier ein ausführliches Schemabild zur Ventilsitzbearbeitung. Und hier kann man auch sehen, Einlass ist rechts, Auslass ist links. Die Ventilsitzbreite ist am Einlassventil mit 1,8, mit Ungefährzeichen davor angegeben, und am Auslass mit 2,2. Das heißt, die Auslassventilsitzbreite soll etwas breiter sein, etwas größer sein. Das haben wir damit also schon geklärt. Hier sieht man eine Ventilkegel-Drehmaschine von Hunger, die kaum jemand zu Hause rumstehen hat. Es ist auch nicht mehr in Mode, das zu tun. Man arbeitet Ventile kaum noch nach, man nimmt dann neue, so man hat. Und hier sieht man eine Spannzange, um ein Ventil anzufassen. Das ist eine Hilfskrücke, wenn man das Ventil in seinem Sitz einschleifen will. Das Einschleifen ist aber gar nicht nötig. Wenn man dieses Ventilsitzdrehgerät benutzt, dann ist ein Einschleifen allenfalls zur Kontrolle des Tragbildes sinnvoll, aber nicht, um einen verschlissenen Ventilsitz wieder zu glätten. Wir machen erstmal eine Bestandsaufnahme und schauen, inwieweit die Ventile in ihren Führungen wackeln. Dies ist das hier drin gelaufene Einlassventil. Das größere ist das Einlassventil, das kleinere das Auslassventil. Das wackelt in seiner Führung sichtbar hin und her. Man könnte jetzt akademisch eine Messuhr hier auf den Rand setzen und messen, wie viel das ist. Das dürften mehrere Zehntel Millimeter sein, so 0,2, 0,3 Millimeter vielleicht. Jedenfalls ist es grenzwertig. Es geht schon zu leicht. Man könnte es, wenn man Sparbrötchen spielen will, vielleicht noch laufen lassen. Stärker gefährdet ist immer das Auslassventil. Gefährdet im Sinne von Verschleiß. Denn das schmachtet ja im Windschatten. Angeblasen wird der Zylinderkopf von der Kühlluft von dieser Seite, von der Einlassseite, die ja sowieso kühler ist, sodass das Auslassventil im Windschatten sitzt. Darum hat man auch die Zylinderkopfrippen auf der Auslassseite besonders lang gemacht, damit wenigstens durch die vergrößerte Fläche der Kopf noch was von der Kühlwirkung der vorbeistreichenden Luft abbekommt. Dieses Ventil hier, das wackelt deutlich mehr. Das sind also sichtbar vielleicht schon, naja, gut 3, eher 4 Zehntel, würde ich schätzen. Aber das muss ich gar nicht genau in Erfahrung bringen, denn das kann man so auf keinen Fall lassen. Denn lässt man es so, dann wird das Ventil über kurz oder lang am Teller abreißen. Und dann sieht es gar schrecklich aus. Dann sieht anschließend der Kopf aus wie dieser hier. In diesem Kopf ist ein Ventil abgerissen. Und das hat
Da hat der Kolben, das hat Spuren hinterlassen, hier hat der Kolben den Ventilteller an diese Stelle reingehämmert. Man sieht noch die Rundung davon. Man könnte also jetzt ein solches Ventil hier reinhalten und würde feststellen, ah, das passt aber schön. War es das Einlass oder war es das Auslassventil? Welches passt besser? Das passt besser. Ich würde also meinen, es war mal wieder das Auslassventil, das hier abgerissen ist. Dann ist die Brennraumkalotte natürlich erstmal beschädigt und bleibt es auch, denn das kann man kaum reparieren. Man könnte hier eine Auftragsschweißung machen, ein Aluminiumschweißkünstler könnte das wieder ein bisschen aufhübschen, aber dringend notwendig ist das nicht, solange der Kopf keinen Riss hat, keinen Riss zwischen den Ventilsitzringen und keinen Riss zwischen Ventilsitzring und Kerzenloch, ist der immer noch zu gebrauchen. Und darum habe ich den auch bereits instand gesetzt. Der hat schon neue Führungen und die Ventilsitze sind auch schon mit dem Hungergerät bearbeitet worden. Und dann habe ich einen kleinen Probeschliff gemacht mit den Ventilen drin, um mich davon zu überzeugen, dass die Fläche auch schön trägt. Und das tut sie, darum ist die so ein bisschen mattgrau. Und damit ist auch dieser Kopf wieder einsatzbereit. Aber das war nur ein abschreckendes Beispiel, wir wollen ja diesen hier verarzten. Wir müssen also neue Ventilführungen einsetzen, mindestens auf der Auslassseite. Hier kommt hinzu, dass die Auslassführung sehr kurz ist. Die endet hier bündig mit dem Aluminium des Auslasskanals. Die Einlassführung ragt hier ein deutliches Stück weiter rein. Und hier ist auch ein nicht originalgetreues Ventil verwendet worden. Das hat nämlich Keilchen mit Rillen, oder der Ventilschaft hat Rillen und die Keilchen haben zwei Wülste passend dazu. Während das Originalventil das nicht hat, hier ist einfach ein glattes Keilchen verwendet worden, hier ist ein glatter Einstich über eine gewisse Breite. Diese Keilchenform, diese Ventilbefestigung gab es bei Isetta und 600 und 700 am Einlass. Diese Variante gab es beim 700 am Auslass. Dort aber an einem 8 mm Ventilschaft. An dieser Stelle könnte man noch vielleicht vorschlagen, wenn man sowieso schon sich die Mühe macht, diese Ventilführung zu erneuern und das Auslassventil sowieso empfindlich ist, warum dann nicht gleich ein Ventil aus dem Motorradprogramm mit einem 8 mm Schaft hier verwenden und eine Führung mit 8 mm Innenbohrung? Dann hätte man zumindest eine erhöhte Sicherheit gegen Abreißen. Ein Hinweis für Leute, die ihre Zylinderköpfe gerne Sandstrahlen oder Glasperlen strahlen wollen. Dann ist es dringend empfehlenswert, diese Bohrungen hier zu verschließen, diese beiden. Und auch diese hier. Da kann man verwenden, was gerade geeignet ist. Man setzt hier Stopfen rein. Oder man klebt Panzertape drüber und verschließt die ganze Fläche mit einem genügend stabilen Klebeband. Man kann hier auch wieder Stopfen reinsetzen oder sich so einen kleinen Pinökel da drehen. Diese beiden Ständerhülsen müssen von beiden Seiten verschlossen und abgedichtet werden. Warum? Das ist deshalb so, weil in dem seitlich am Zylinder angeordneten Ölröhrchen, das hier drunter sitzt, das Öl hochsteigt von der Ölpumpe zur Schmierung des Kipphebelgehäuses. Hier in diesem länglichen Kanal verteilt sich das Öl auf die Einlass- und Auslassseite, fließt durch diese 4 mm Bohrung schräg weiter und zielt dabei genau auf diese Bohrung. Diese Bohrung mündet in diesen Kanal und durch diesen Kanal geht ja die lange Schraube. Die Schraube ist also rundum umspült von Öl. Diese und diese. Diese beiden hier drüben nicht, die sind trocken. Zwischen der 4 mm Bohrung und der Mündung in dieser 10 mm Bohrung ist noch eine ganz enge, dünne, feine kalibrierte Bohrung, da passt nur ein dünner Draht durch. Und wenn wir hier Sand strahlen und lassen hier Strahlmittel eindringen,
Egal was wir nehmen, selbst wenn es nur Walnussschalengranulat wäre, dann würde immer noch diese Bohrung verstopft werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und die feine Bohrung, die wir nicht sehen können, zwischen dieser und dieser, verstopft sowieso. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Isetten unterwegs sind, die an dieser Stelle verstopfte Bohrungen haben, durch gut gemeintes Strahlen der Köpfe. Die Bohrungen sind nie wieder freigemacht worden und darum sterben irgendwann die Kipphebellager den Ölmangeltod. Und hier für die Ventilschmierung kommt auch nur noch wenig an. Das ist also eines der dümmsten Dinge, die man tun kann, hier zu strahlen, ohne die Bohrungen zu schützen. Also bitte hier abdecken und auch da abdecken, auf der Seite, die der Zündkerze gegenüber liegt. Es gibt an diesen Köpfen ein echtes Ärgernis und das hat BMW lange Zeit beibehalten. Es ist möglicherweise bis heute so geblieben und das ist dieser Sicherungsring, der hier in einer Nut der Ventilführung sitzt und beim Einschrumpfen der Ventilführung ihren Weg begrenzt. Dieser Ring, der hat keinen Anpack, wo man anfassen könnte. Der sitzt in seiner Nut mit einer gewissen Spannung und wenn man jetzt versuchen würde, hier mit irgendeiner Sägeringzange oder so reinzufassen und den Ring zu spreizen, dann würde man ständig abrutschen. Wenn es gelingt, den Ring doch zu überlisten und man hebelt ihn vielleicht mit viel Geduld und irgendeinem winzig kleinen Schraubenzieher hier nach oben und buxiert ihn nach oben weg, dann zieht er Riefen über die Ventilführung. Und wenn dann die Ventilführung nach der Brennraumseite, also zum Kanal hin nach unten, rausgeschlagen wird, natürlich erst, wenn der Kopf gut erhitzt ist, dann werden diese Riefen, die der Ring vorher gemacht hat, Riefen in die Aluminiumbohrung, in die Grundbohrung im Kopf ziehen. Und das ist schlecht. Nach der anderen Seite darf man die Führung auch nicht auspressen, weil hier sich Ölkohle ansammelt, die so hart sein kann, dass sie ebenfalls Riefen ins Aluminium zieht. Aus diesem Dilemma scheint es gar keinen Ausweg zu geben. Da fühlt man sich so ein bisschen wie der Einbeinige im Arschtrittwettbewerb. Es gibt aber eine Lösung, die auch BMW empfiehlt. In den späteren Anleitungen für die Motorräder steht das drin. Man soll diesen hervorstehenden Teil der Führung, die ja sowieso erneuert werden soll, mit einem Senker zerspanen. Also alles, was man hier rausgucken sieht, in Späne verwandeln, bis man zu diesem Ring kommt. Und dann kann man den Ring leicht abnehmen. Und dann schlägt man die Führung mit einem Dorn, der so aussieht, hier durch. Das ist natürlich relativ mühsam und man verschmutzt sich den ganzen Raum hier, diesen Kipphebelraum, mit Spänen, die man dann wieder sorgfältig entfernen muss. Aber anders geht es kaum. Es ist schade, dass anstelle dieses blöden, einfachen, billigen Rings nicht ein Ring mit Augen verwendet worden ist, also ein richtiger Sägering, ein richtiger Sicherungsring. Da könnte man mit einer Zange wunderbar zufassen und könnte schwuppdiwupp diesen Ring auf die Führung setzen, ohne dass er Riefen zieht, weil man ihn ja spreizt. Aber leider kann ich das nicht empfehlen, denn die Augen des Rings haben nicht genügend Platz unter diesem Federteller. Und wenn der Federteller sich hier drauf setzt, dann stören die Augen, dann sitzt der schief. Die Kamera müsste das sehen können. Der Ring setzt sich dann etwas schief, weil die Seite des Rings, die die Augen hat, diesen Federteller hochdrückt. Dann sitzt die Feder nicht richtig. Dann wird der ganze Federdruck auf diese Seite gehen, auf diese Augen gehen, sodass das auch nicht empfehlenswert ist. Wir kommen also nicht drum rum, diesen primitiven Drahtspringring mit rechteckigem Querschnitt zu nehmen. Apropos rechteckiger Querschnitt, es gibt auch Lieferanten, die legen einen solchen runden Drahtspringring rein mit rundem Querschnitt. Der ist nochmal eine Nummer primitiver und billiger, aber auch nicht besser. Auch den kriegt man nicht gepackt, um ihn rauszukriegen. Und auch der wird, wenn man ihn schrittweise zurück über die Führung fädelt, mit seinen scharfen Kanten Rillen reinkratzen. Und das muss man vermeiden. An dieser Ventilführung sind zwei Riefen zu sehen. Zwei Riefen, die von den Enden des Springrings
gefurcht worden sind. Also werden wir diese Führungen zersparen müssen und sie dann heraustreiben. Da wir vom Heraustreiben gerade reden, denken wir auch schon mal ans Eintreiben. Diese Führungen haben ja auf der Seite, von der man sie eintreibt, einen ziemlich deutlichen Konus außen. Und dieser Konus lässt die Planfläche sehr klein werden. Wenn wir jetzt auf diese Planfläche draufschlagen mit einem Dorn, der einfach nur gestuft ist, dann stauchen wir die Führung mit hoher Wahrscheinlichkeit hier so nach innen ein, dass der Ventilschaft nicht mehr durchpasst. Jetzt passt er ja noch durch. Aber nachher wird er nicht mehr passen. Dann müssen wir wieder diese Führung aufreiben, um den Grat zu entfernen. Wenn wir das vermeiden wollen, dann ist es gut, wenn wir uns einen Dorn machen, der hier freigespart ist, sodass der sich diesem Konus anpasst. Den kann ich hier jetzt nicht reinstecken, den habe ich für eine Motorradventilführung gemacht, der misst 8 mm. Aber das Prinzip ist das gleiche. Er muss hier zurückliegen, hier muss ein Innenkegel rein. Und um das zu machen, baut man sich das Teil am besten zweiteilig, denn man kann ja hier schlecht mit einem Drehmeißel reinstechen. Also wir denken uns diesen Pin weg, der ist nachträglich in eine Bohrung reingepresst worden. Und wenn der Pin noch nicht drin ist, dann kann man hier wunderbar den Innenkegel drehen. Damit der Pin besser reingepresst werden kann, kann man hier seitlich noch so ein Belüftungsloch oder Entlüftungsloch bohren. Das habe ich aber hier, wie man sieht, unterlassen und es ging trotzdem. Ich werde mir also noch so einen Dorn herstellen, damit ich hier diese 7er Führungen ordentlich da reinkriege. Es gibt übrigens je nach Lieferant Führungen, die innen fertig bearbeitet sind, sodass das neue Ventil hier schnuffi reinpasst. Es gibt aber auch welche, die haben absichtlich innen Untermaß, die passen so noch nicht. Die sind enger, die müssen nach dem Einschrumpfen innen ausgerieben werden. Das sind ungefähr 1 bis 1,5 Zehntel Millimeter, die da raus müssen im Durchmesser. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Dann kann ja jetzt die Geschichte erstmal weitergehen mit der Anfertigung des Dorns und mit dem Wegsenken. Mit dem Winkelmesser messe ich an der Führung einen Winkel von 118 Grad. Dementsprechend wird der Innenkegel des Eintreibwerkzeugs gedreht. Von diesem ehemaligen Halter einer Moto Guzzi Windschutzscheibe habe ich gerade dieses Stückchen abgesägt. Nachdem ich vorher gemessen habe, wie dick das ist genau 6,95 mm dick und passt damit sehr schön hier rein in die neue Führung, auch in diese. Es hat also ziemlich genau den Ventildurchmesser. So gut bräuchte es eigentlich gar nicht passen, aber es ist hübsch verchromt und das werde ich jetzt in einem 12 mm Dorn fassen. Dann nehme ich dieses nicht mehr so ganz toll aussehende Stück. Ich glaube, das war mal eine Pedalachse einer Isetta. Könnte sein. Nach den Verschleißspuren sieht es so aus. Aber darauf kommt es nicht an. Ich werde hier jetzt ein Loch reinbohren. Knapp 7 mm, sodass ich diesen Stift einpressen kann. Und vorher drehe ich den Innenkegel. Ich habe jetzt diesen 12er Bolzen mit dem Zentrierbohrer angebohrt. Dann mit einem Bohrer vorgebohrt. Der Bohrer bohrte etwas größer, sodass der knapp 7 mm dicke Stift sich hier schon reinschieben lässt. Ich brauche also nicht mehr eine Passung zu reiben. Der passt hier sehr gut und spielfrei. Den kann ich nachher einkleben, wenn ich will, mit Loctite. Und da der gemessene Winkel an der Ventilführung mit 118 Grad gemessen sehr nah an 120 Grad liegt, habe ich jetzt der Einfachheit halber diese Senkung, diesen Innenkegel gleich hier mit dem Zentrierbohrer erzeugt. Denn der bohrt einen Winkel von 60 Grad und passt damit genau zur Ventilführung. Wenn ich die Ventilführung also hier reinhalte, dann passt der Winkel sehr schön dazu. Der Außendurchmesser 12 passt auch durch das 13er Loch im Kopf. Und wenn man hier die beiden Winkel nebeneinander hält, dann sieht man auch, dass die sehr gut übereinstimmen. Sodass ich mir da gar keinen abbrechen muss mit dem Drehen dieses Innenkegels. Das passt gut genug. Wenn ich den Zentrierbohrer und die Ventilführung nebeneinander halte, sieht man, dass der Winkel
gut genug zueinander passt. Jetzt werde ich die 12er Stange hier noch ein bisschen aufhübschen, noch den Rost etwas abpolieren und dann ist der Dorn schon einsatzbereit. Ich poliere jetzt den Dorn ein wenig. Die andere Seite auch. Ich halte das Schleifpapier so, dass es sich nicht drumherum wickeln kann und mir nicht aus der Hand gerissen wird. So, das ist schön genug, wie ich finde. Und damit haben wir jetzt einen schönen Treibdorn mit Innenkegel, der den Anfang der Ventilführungsbohrung nicht stauchen wird, wenn man sie einschlägt. Aber das kommt später. Erst müssen die alten Führungen raus. Ich habe jetzt diesen Senker hier mal ausgesucht. Der Zapfen passt zwar nicht in die Ventilführung, aber das ist auch nicht unbedingt nötig. Das geht auch so. Jetzt bin ich fast auf dem Ring. Ja, man sieht es hier. Die Führung ist fast so weit weg, dass der Sprengring erreicht ist. Ein bisschen fehlt noch. So, ich glaube, das reicht schon. Ich hatte eben den Eindruck, der Ring hätte sich schon mitgedreht. Also versuchen wir mal, ihn hochzuheben. Geht noch nicht. Also noch ein bisschen wegnehmen. Jetzt nimmt der Senker den Ring mit. Da kann also nicht mehr ganz viel fehlen. Ich nehme jetzt mal ein ganz kleines Meißelchen und damit kriege ich den Ring problemlos weg. Und dann brauche ich hier auch gar nicht weiter zu zerspanen, denn den Rest kann ich so austreiben ohne Gefahr. Ich werde einmal noch drüber gehen, damit da kein Grat mehr steht. So. Jetzt machen wir erstmal die Späne weg und dann kommt die andere Seite dran. Und anschließend kommt der Kopf in den Ofen, um dort schön aufgewärmt zu werden auf gut 200 Grad. So, die andere Seite, ich muss doch hier mal messen, was das für ein Zapfen ist. Oh, der ist ja nur wenig dicker als 7, deswegen hat er sich auch eben in der Führung zentriert. Hier geht das noch nicht so ganz auf Anhieb, deswegen fange ich mit dem gleichen Senkbohrer an wie eben. Naja, der Rest folgt dann wie gehabt. Aber eins wollte ich noch zeigen. Wer glaubt, er habe solche Senker nicht, der möge sich erinnern, dass es ja hier diese satzweisen Senker gibt zum Versenken von Bohrungen für Innensechskantschrauben, also für Zylinderschrauben nach DIN 912, wie sie korrekt heißen. Damit die bündig mit der Oberfläche sitzen, gibt es diese Senker und dieser Führungszapfen, der passt immer ins Gewindekernloch. Also beispielsweise der hier, der misst 6,7. Der ist für M8-Schrauben gedacht, weil das Kernloch für M8 6,8 mm groß gebohrt werden muss. Und wenn man das macht, dann führt sich dieser Senker sehr schön. Und den könnte man hier natürlich auch verwenden. Ich mache das mal.
Er schneidet nicht ganz so aggressiv und schnell wie der eben gehabte, aber man sieht, es geht. Und so kann man sich das gleich merken. Ein Zapfensenker für Innensechskantschrauben M8 ist geeignet, um die Ventilführung wegzusenken. Ganz mutige Stellen auf schnell. Und so weiter. Ihr habt es ja gesehen. Nun ist die zweite Führung auch weggesenkt. Die stehen jetzt nur noch ungefähr 1 mm über. Tiefer dürfen wir auch nicht senken, denn der Senker hat einen Außendurchmesser von 15, die Führung aber nur einen von 13 mm. Wir senken nur bis zu dem Ring, bis wir den Ring abkriegen. Das ist jetzt geschehen. Jetzt kommt der Kopf in den Ofen. Anschließend werden wir mit diesem Dorn die Führung austreiben zum Kanal hin. Der Dorn ist natürlich nicht der, den wir eben zum Eintreiben gemacht haben, sondern einer ohne Senkung innen. Den mit der Senkung brauchen wir ja nur für die neue Führung. Dieser hier sieht ganz einfach aus. Der hat einfach nur eine gerade Fläche. Denn hier kommt es ja auf keine Schonung der Führung an. Der hat also keinen Innenkegel neben dem kleinen Dorn. Das lege ich mir hier schon mal bereit, damit ich anschließend, wenn der Kopf warm ist, hier ordentlich einen draufgeben kann. Und dann wird die Führung schon rauskommen. Dann werden wir die Führungen messen und werden feststellen und festlegen, welches Außendurchmessermaß wir brauchen. Das hängt auch davon ab, wie leicht oder wie schwer die rauskommen. Es gibt da verschiedene Übermaße und wir müssen uns dann für eins davon entscheiden oder auch für das Normalmaß entscheiden. Lege ich den Kopf jetzt hier in den Ofen und stelle auf 250 Grad, ich nehme jetzt mal Ober- und Unterhitze. Das Thermometer steht dabei, damit man sehen kann durch die Scheibe, ob er schon soweit ist. Und mit einem freundlichen Gruß über den Ärmelkanal stelle ich fest, ähnlich wie Alan Milliard das gerne sagt, it works just perfect. I'm very pleased with this one. Alan Milliard ist übrigens ein Schraubergott vor dem Herrn und was der fertig bringt, dagegen ist das, was wir hier treiben, Kindergeburtstag. Ein 5 Liter V2-Zylinder im Motorrad, gebaut aus einem Flugmotor, ein V10-Zylinder aus der, wie heißt das Ding, aus der Dodge Viper mit 500 PS in einem darum gebauten, selbstgemachten Motorradrahmen. Und mit dem Ding fährt er auf der Straße, das ist nicht zu glauben. Wenn ihr mal euch die Zeit nehmen wollt, es lohnt sich. Schaut mal nach Alan Milliard und bewundert seine Kreationen. Das ist so perfekt, das ist unglaublich. Eine Ausnahmebegabung ist dieser Mann. Es lohnt sich, das anzuschauen. Der Ofen zeigt jetzt 200 Grad. Ich habe die guten wollenen Handschuhe an und jetzt geht's los. Jetzt hole ich das Teil. Es sind sogar 220. Und da lege ich lieber mal ein Hölzchen unter, damit ich mir hier die Werkbankauflage nicht anschmelze. Und dann, welche nehmen wir zuerst? Zuerst Auslass. Dieses war der erste Streich. Und der Einlass folgt sogleich. Saßen sehr fest. Also ich werde die Ersatzführungen nicht dicker wählen als diese waren. Bevor ich die messen kann, müssen sie natürlich erstmal auskühlen. Darum machen wir später weiter. Handschuhe aus, Pause.